In vorherigen Videos habe ich gezeigt, wie man in dieser Schaltung diese Ströme im Zeitbereich ausrechnet und grafisch darstellt. Und im letzten Video ging es darum, den komplexen Gesamtwiderstand oder die komplexe Gesamtimpedanz und Admittanz dieser Schaltung zu bestimmen. Der Rechenweg steht noch hier. Den lösche ich jetzt mal weg, um ein bisschen Platz zu schaffen. Hebe nur das Endergebnis auf. Also das hier kann mal weg und das kann auch weg. Und das hier unten schiebe ich mal hoch, um darunter eben ein bisschen Platz zu haben. Und was auf jeden Fall rauskam bei der letzten Rechnung, ist, dass diese Gesamtimpedanz einen negativen Imaginärteil oder einen negativen Phasenwinkel hat, weil die Schaltung eben ohmskapazitiv sich verhält. Und genauso bei der Admittanz hier, die hat eben einen positiven Imaginärteil. Wenn man die nochmal in Betrag und Phase umrechnet, dann wären das hier eben auch Wurzel 2, weil Real- und Imaginärteil gleich groß sind, durch diese 23, die hier noch stehen, Siemens und dann auch mal E hoch J und jetzt eben ein Winkel von plus 45 Grad. So, wie kann man damit jetzt weitermachen, um diese Ströme hier, diese Teilströme und den Gesamtstrom zu bestimmen? Mit Zeigern im Bildbereich, wir müssten erstmal unsere Spannung hier transformieren und daraus einen Zeiger machen, weil jetzt hier diese Wurzel 2 davor stehen, schreit das so ein bisschen danach, diese Wurzel 2 wegzumachen und daraus einen Effektivwertzeiger zu machen. Also das ist jetzt hier ein Effektivwertzeiger, ein großes U-Strich drunter, weil es ein Zeiger ist, ein Dach drüber, weil es ein runder Zeiger ist und der kriegt dann die 230 Volt als Betrag und E hoch J 30 Grad als Phasenwinkel. So, mit diesem Zeiger können wir jetzt weitermachen und können zum Beispiel hier den Zeiger des Stromes durch den Widerstand ausrechnen. Das ist dann das ohmsche Gesetz im Komplexen. I ist U durch R, aber eben der Zeiger für das U geteilt durch, naja, eigentlich geteilt durch die Impedanz von dem R, aber die ist ja R. Und dann können wir eben einsetzen 230 Volt mal E hoch J 30 Grad geteilt durch ZR ist R, das sind 23 Ohm. Ohm sind Volt pro Ampere, kürzen sich die Volt weg, bleiben Ampere über, was ja für den Strom auch gut ist. 23, 230 kürzen sich weg, bleiben 10 über. Also kommen hier raus, das sind 10 Ampere mal E hoch J 30 Grad. So ziemlich genau das gleiche kann man bei der Kapazität machen, also den Strom durch die Kapazität als Zeiger ausrechnen. Dann steht da wieder die Spannung durch die Impedanz der Kapazität. Die Impedanz der Kapazität steht hier oben. Ich spare mir jetzt mal diesen Doppelbruch und schreibe das direkt so hin. Also U als Zeiger mal J Omega C. Dann das U eingesetzt sind 230 Volt mal E hoch J 30 Grad, noch mal J dazu und anstatt J schreibe ich jetzt mal, J ist das gleiche wie E hoch J 90 Grad, ja, weil J ist einfach ein Zeiger, der 90 Grad nach oben zeigt und 1 lang ist, also schreibe ich für das J E hoch J 90 Grad und anstatt des Omega C schreibe ich sozusagen 1 durch 23, weil 1 durch Omega C ist 23 Ohm, also die 23 Ohm unterm Bruchstrich, Ohm ist wieder Volt durch Ampere, Volt kürzt nicht weg, Ampere bleibt über, ist auch gut für den Strom. 230 durch 23 sind 10, dann kommt hier raus, das sind 10 Ampere mal E hoch J und Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert, 30 Grad und 90 Grad sind zusammen 120 Grad. So, das ist jetzt das, was für den Strom durch die Kapazität rauskommt. Und jetzt kann man noch genauso den Gesamtstrom bestimmen. Und der Gesamtstrom ergibt sich eben aus U der Spannung durch die Gesamtimpedanz der Schaltung, die hier oben noch steht. Oder wir könnten auch genauso schreiben, das wäre eben genau das gleiche wie U mal die Gesamtadmittanz der Schaltung, die hier steht. Welchen der beiden Wege man wählt, ist eigentlich vollkommen egal. Also weil es am Ende auf die gleiche Zahlenrechnung führt,
Ich mache jetzt mal vielleicht mit dem Weg hier vorne weiter, weil sich das in dem Bruch vielleicht ein bisschen besser schreiben lässt. Also die Spannung abgeschrieben, 230 Volt mal E hoch J 30 Grad. So, und dann geteilt durch die Impedanz. Und die Impedanz, da nehmen wir jetzt das Ergebnis hinten, weil es sich eben schön in den Bruch schreiben lässt. Also Wurzel 2 mal 11,5 Ohm. Ohm sind wieder Volt durch Ampere. Kürzen nicht Volt weg, bleibt Ampere über. Mal E hoch J minus 45 Grad. So, und dann kann man die Zahlenrechnung im Taschenrechner ausrechnen. 230 durch die Wurzel von 2 sind erstmal 163 oder 162 ungefähr, und durch 11,5 macht dann 14,14 Ampere. Und Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten addiert. Also 30 minus minus 45 sind 30 plus 45, und das sind 75 Grad. Also das ist jetzt der Strom als Zeiger, der für den Gesamtstrom hier rauskommt. So, was man jetzt eigentlich eben noch machen müsste, um das mit der Rechnung vorher zu vergleichen, und dazu nehme ich jetzt mal einfach eine andere Farbe und kleere so ein bisschen drüber, oder ich schaffe hier oben mal ein bisschen Platz an der Stelle. Das muss jetzt mal weichen, das können wir uns vorstellen. Also, wir sind jetzt schon bei B. Zurück umwandeln in Zeitfunktionen, also die Ströme wieder schreiben als Zeitfunktionen. So, und dann machen wir das, was wir hier gemacht haben, von der Zeitfunktion in einen Effektiverzeiger umwandeln. Das machen wir jetzt für die Ströme einfach wieder rückgängig. Und dann kommt halt raus, also für den Strom IR, wenn wir diesen Zeiger wieder umwandeln in eine Zeitfunktion. Hier haben wir durch Wurzel 2 geteilt, weil wir einen Effektivverzeiger draus gemacht haben. Das heißt, hier rechnen wir wieder mal Wurzel 2, also Wurzel 2 mal 10 Ampere. Wir sind hier mit einer Sinusfunktion gestartet und haben den Phasenwinkel übernommen. Das heißt, wir enden auch wieder bei einer Sinusfunktion, Sinus von Omega t plus 30 Grad. So, genau das gleiche können wir für IC von t machen. Die hat dann auch eine Amplitude von Wurzel 2 mal 10 Ampere mal Sinus Omega t plus den Phasenwinkel von 120 Grad. Das sieht jetzt anders aus als die Kosinusfunktion, die wir da vorher zu stehen hatten. Aber wenn man sich das wieder irgendwie so ein bisschen überlegt, also das ist hier eine Achse mit Omega t, das ist eine Sinusfunktion, und das hier ist eine Kosinusfunktion, dann sieht man, dass die Kosinusfunktion gegenüber der Sinusfunktion sozusagen um plus 90 Grad Phasen verschoben ist. Also wir können halt von der Sinusfunktion hier, also wir können hinschreiben, Kosinus von Phi ist das gleiche wie Sinus von Phi plus 90 Grad. Und wir könnten halt für die Sinusfunktion hinschreiben, Sinus von Phi ist das gleiche wie Cosinus von Phi minus 90 Grad. Und deshalb, hier haben wir einen Sinus von Phi, und von dem Phi müssten wir 90 Grad abziehen, dann kommen wir halt auf die Cosinus-Funktion. Und deshalb kann man das, so wie das in dem vorherigen Video, kann man nachschauen, als Ergebnis rauskam, können wir hier auch schreiben, dass das das gleiche ist, also die gleiche Amplitude natürlich, und dann mal Cosinus Omega t plus 30 Grad. Nur um zu zeigen, dass das halt das gleiche ist, was wir da vorher mal hatten. Und für den Gesamtstrom von t ergibt sich dann eben diese Amplitude hier nochmal mal Wurzel 2. Wenn man diese 14,14 mal Wurzel 2 rechnet, kommen da genau 20 Ampere raus. Auch als Sinusfunktion und dann eben mit einem Phasenwinkel von
75 Grad. Und jetzt kann man drei Videos oder zwei Videos oder so zurückschauen. Da standen genau die gleichen Zeitfunktionen im Zeitbereich berechnet da und die wurden auch mal testweise grafisch dargestellt. Und dann sah man eben nochmal, dass diese Spannung hier oder dieser Strom, diesem Strom bzw. der Quellspannung voreilt und auch der Gesamtstrom der Quellspannung etwas voreilt, weil Ströme an Kapazitäten eben den Spannungen voreilen und diese Schaltung eben hier diesen ohmisch-kapazitiven Charakter hat. So, und im nächsten Video geht es dann nochmal darum, den Gesamtstrom, also das, was wir hier gemacht haben, nicht aus der Gesamtimpedanz auszurechnen, sondern einfach aus der Summe dieser beiden Teilströme hier, um zu schauen, ob diese Knotensatzgeschichte, der Strom plus diesen Strom ergibt diesen Strom, ob das auch mit komplexen Zeigern funktioniert.